Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super lecker cremiges, raffiniertes Dessert für euch. Und zwar ein cremiges Kokosdessert mit Matcha. Ist die Farbe nicht der Knaller? Das Rezept habe ich aus diesem Buch. Ein vegetarisches Kochbuch für die Cook for Me bzw. für den Cookie. Einen kleinen Fehler hat das Buch bzw. einen Schwierigkeitsgrad. Man erwartet, dass der Leser bzw. der Koch mitdenkt. Und gerade wenn ein Gerät neu ist, dann möchte ich mich komplett auf die Rezepte verlassen können. Also ich möchte dann nicht noch überlegen, kann das so hinhauen oder muss ich irgendwas anpassen und ändern. Bei diesem Rezept beispielsweise werden die Zutaten genannt, diese werden verrührt und in die kleinen Gläser gefüllt. Die Gläser werden dann in das Garkörbchen gesetzt und dieses Garkörbchen kommt dann in die Cook for Me. Das Gerät wird geschlossen und es wird unter Druck gegart. Moment, heißt es nicht immer, es müssen mindestens 200 ml Flüssigkeit im Topf vorhanden sein, damit das Garen unter Druck auch funktioniert. Ich weiß es nicht, also ich würde sagen, ja. Deshalb habe ich also die 200 ml einfach angegossen. Ich wünsche euch nun also viel Spaß mit diesem neuen Dessertbeitrag und beim Ausprobieren. Ein Ei, 75 Gramm Zucker, 25 Gramm Maisstärke, 60 Gramm Creme Fraiche, 76 ist auch in Ordnung. 200 ml Kokosmilch und ein Esslöffel Matcha. Ich verwende gerne die portionierten Päckchen, da sind jeweils 2 Gramm Matcha drin. Ich nehme jetzt also 4 Gramm Matcha. Dazu kommt noch ein Eigelb. Das alles wird nun gut verrührt. Wird anschließend in kleine Gläser gefüllt. Das Garkörbchen kommt zum Einsatz und die Gläser werden hineingestellt. 300 ml Wasser werden angegossen und das Garkörbchen wird hineingestellt. Und bei manueller Einstellung garen unter Druck. Für 12 Minuten gegart. Und es wird ganz sanft abgedampft. Und ich verlasse das Programm. Und öffne den Topf.
Und fertig ist unser Kokos- und Matcha-Dessert. Das Ganze kühlt nun ab und ist dann auch in etwa 20-30 Minuten servierfertig. Heute habe ich ein super lecker cremiges, raffiniertes Dessert für euch. Und zwar ein cremiges Kokosdessert mit Matcha. Ist die Farbe nicht der Knaller? Ne sure? Poste merdano. Ah?